Spaniens Fußballfans im Freudentaumel. Ihre Nationalmannschaft hat den Sprung ins EM-Viertelfinale geschafft. Mit 4:1 setzte sich das Team von Luis de la Fuente am Sonntagabend in Köln gegen Georgien durch. Ein überlegener Sieg, der zunächst gar nicht selbstverständlich erschien, denn der EM-Debütant Georgien ging durch ein Eigentor Spaniens erstmal in Führung. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit gelang dem dreifachen EM-Sieger der Ausgleich. In der zweiten Halbzeit zeigte Spanien dann seine erwartete Dominanz auf dem Platz. Ja, man kann sagen, dass es eine gewisse Anspannung gab, aber ansonsten denke ich, dass wir das Spiel völlig unter Kontrolle hatten. In Georgien feierten die Fans bei einem Public Viewing in der Hauptstadt Tiflis die Leistung ihres Teams dennoch ausgelassen. Schon der Einzug ins Achtelfinale war für viele eine Sensation gewesen. Ich habe bis zum Schluss daran geglaubt, dass wir gewinnen. Aber es geht immer noch weiter und unsere Jungs haben Unterstützung verdient. Viel Glück für unsere Jungs. Sie sind jung und vielversprechend und in der Zukunft werden wir bestimmt viele Siege feiern. Für Spanien geht es im Viertelfinale nun gegen den EM-Gastgeber Deutschland weiter. Und da macht Trainer De La Fuente eine klare Ansage. Bei allem Respekt gegenüber allen Nationalmannschaften und ihren Spielern und ohne jemandem nahe treten zu wollen, es ist meine persönliche Meinung, dass wir die beste Mannschaft und die besten Spieler haben. Heißt das, dass wir den Titel gewinnen werden? Nein, aber wir werden um den Titel kämpfen. Anpfiff ist am Freitag um 18 Uhr in Stuttgart.